während der Werbung noch hinter den Kulissen. Du hast so lachen müssen, als du den bisherigen Verlauf der Sendung gesehen hast, hinter den Kulissen. Warum denn das? Ja, natürlich. Ich sehe schon, dass ein heißes Thema läuft und mit heißen Meinungen. Und das bringt auch viel Spaß und Lächeln. Über wen hast du denn am meisten gelacht bislang? Überall. Ich lache überall immer. Ich möchte nicht etwas persönlich jemanden verletzen. Okay. Wobei, aber im Ring allerdings kann man nur sagen, schön den Mund zu, damit die Beißerchen nicht so zu sehen sind, oder? Weil sonst kriegt man gleich... Mein Trainer muss viel achten, ob ich mich im Ring lache, weil danach das ist sehr gefährlich. Richtig. Genau. Aber du hast noch alle Zähne. Ja, ich habe schon. Oder sind das schon die dritten? Nee. Nein, noch nicht. Na, bei der Boxerin muss man nachfragen, das kann ja alles schon passieren. Ich glaube nicht, weil das ist alles individuell schon. Und wenn man gut vorbereitet ist, dann Risiko, eine Verletzung zu bekommen, ist wenig. Dann könntest du ja auch praktisch und hättest immer noch Stefan Raab eins voraus, mit dem auch in den Ring steigen, oder? Wow. Und dem endlich die Nase ein zweites Mal brechen? Persönlich meine Meinung ist, dass ich würde niemals gegen Stefan Raab boxen. Mir ist lieber im Küssen. Oh, wir werden uns weiterfragen. Mal gucken, was sich daraus noch so ergeben kann. Daisy, ich habe vorher gesagt, du bist nicht nur eine sehr schlagkräftige Frau, auch eine sehr intelligente. Man muss sagen, du studierst ja auch noch nebenbei und hast, glaube ich, auch eine schon fertige Ausbildung auch in der Tasche. Darf ich da kurz nachfragen? Ja, kann ich sagen. Aber bevor das, ich möchte sagen, ich weiß nicht, ob das Kriterium von Intelligenten ist, weil jeder Mensch kann machen, was er will. Das ist meine Meinung. Aber richtig, ich bin Physiotherapeutin und ich studiere in Köln schon weiter. Ich mache meine Ausbildung und jetzt nach der Sportkarriere, ich habe Zeit für mein Doktorat, weil jetzt das ein bisschen Zeit kostet für mich und ich konzentriere mich in Showbusiness und in Sport. Und da strahlt sie nochmal so richtig. Doktorat, jawohl! Klar, bitte müssen Sie die Meinung aber revidieren in Bezug auf die blonden Frauen. Ja, also Respekt schon mal vor dem, was diese junge Frau geleistet hat. Sie hat ja schon allerhand geleistet. Ich habe gehört, vierfach, fünffache Weltmeisterin im Boxen. Hat, stimmt das? Fünffache Weltmeisterin? Ja, das stimmt. Das hat ja auch einen Grund dazu, oder? Des Weiteren studiert sie, also daher würde ich mal sagen, eine sehr gebildete junge Frau. Sie ist sportlich, sie ist flink, sie sieht gut aus, aber ich sage doch ganz klar, für eine Beziehung wäre das nichts für mich. Das würde nicht zu mir passen. Du fürchtest dich vor ihr, dass wenn du mal ihr Kontra gibst, sie dann gar nicht mehr argumentiert, sondern ach, diesen Damm. Nee. Normalerweise viele Männer denken, dass die Frauen, die boxen, sind so männlich im Privatleben oder vielleicht, wenn sie eine blaue Flecke haben, die andere Leute würden glauben, ja, dass es von seinem Freund ist, ihrer Freund ist. Und natürlich, das kann er auch akzeptieren. Wieso nicht? Wenn ich ein Mann würde, vielleicht würde ich auch so denken, aber für mich boxen ist eine Kunst und ich kann sagen, dass eine Frau, egal was von Sport macht oder irgendwo anders, man muss nicht vergessen, dass eine Frau ist. Und bei mir Privatleben und Sport sind zwei getrennte Sachen. Und darum, damit möchte ich dir beweisen, dass du nicht recht hast. Wir haben vorher über die echten und falschen Blondinen gesprochen und haben dann ein bisschen was vom Haaransatz zum Beispiel bei Beatrix schon gesehen. Jetzt versuche ich dir unter das Käppi zu gucken. Du bist eine echte Blondine. Ich bin blond, aber nicht dumm. Nichts anderes hätte ich an dieser Stelle auch gesagt. Und dann lassen wir vielleicht Daisy danach zum Abschluss der Sendung als den Prototypen der Blondine stehen, an dem wir uns wirklich auch erfreuen, nämlich eine starke, wortgewaltige, kompetente, intellektuell fordernde, schöne blonde Frau. Gegen die haben wir gar nichts einzuwenden, ganz im Gegenteil, an denen erfreuen wir uns. Damit möchte ich mich auch noch verabschieden. Und Ihnen noch einen schönen Nachmittag wünschen mit Andrea.